Ich bin hier an der Oldentrupper Straße. Da hinten ist die Kreuzung Sieker-Mitte. Und in die andere Richtung sieht man das Krankenhaus Mitte in der Ferne. Und weil die Haltestelle Sieker-Mitte gerade umgebaut wird zu einem Hochbahnsteig, soviel ich weiß, gibt es hier eine Art Schleuse für die Stadtbahnen. Autos dürfen hier nicht durch. Selbst Fußgänger werden auf die andere Straßenseite geschickt. Ja, vielleicht kann ich ja gleich noch zeigen, wie eine Bahn diese Schleuse passiert, denn ich will gerade Richtung Innenstadt fahren. Okay, warten wir mal ab, bis gleich eine Bahn kommt, dass wir diese Schleuse hier mal in Aktion sehen. Da bin ich ja gespannt. Anscheinend hat man hier sogar eine Art improvisierte Haltestelle gemacht für die Haltestelle Sieker-Mitte, nämlich da hinten gegenüber den fleißigen Bauarbeitern. Denn normalerweise ist die Haltestelle Sieker-Mitte ja erst hinter der Kurve. So, da hinten kommt auch die Bahn. Dann gehe ich mal ein Stück zurück in Richtung Hartlager Weg, um die Schleuse gleich in Aktion zeigen zu können. So, da kommt die Bahn. Da bin ich ja mal gespannt. Muss anscheinend anhalten. Ah, die Bahn drückt die Schleuse selbst auf an diesen Reifen. Da ist also kein automatischer Mechanismus. Sehr interessant. Man sieht, wie das Ding hin und her springt. Ja. Okay. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Gut, dass ich gerade da war, um es zu filmen. Und jetzt klappt das Ding wieder zu. Okay, das war's. Dann bis zum nächsten Mal. Auf diesem Kanal gibt es auch noch viele andere interessante Videos, hauptsächlich zu den eher unbekannten Sehenswürdigkeiten in Bielefeld.